Guten Morgen zu unserem Sauna-Podcast. Wir und heute Mit dem noch nicht so ganz durchgeschwitzten Martin Kais und dem transferierenden. David Schramm. Ich ziehe mir jetzt auch meine Jacke Ja, aus. mach, Mir also wird das einfach zu diese warm. Studien noch als Kordjacken. Ich bin froh, dass ich überhaupt nicht hier sein darf oder sondern dass ich überhaupt hier bin. Also letzten Samstag fiel die Bahn, die mich herbringen sollte, aus und heute hielt sie kurz vor Essen Krai. Es kam dann die Durchsage: Achtung, Oberleitungsstörung. Und so ein leicht süffisanter Unterton: Wir bitten um etwas Geduld. Und man dachte sich, okay, es wird heiß, die Klos werden anfangen überzulaufen. Man darf den Zug nicht verlassen, weil man nicht ins Gleisbett darf. Aber es war dann nur 20 Minuten Verspätung. Bevor wir anfangen, Kannst ich du mir weiß. vielleicht sagen, woher du eigentlich immer kommst? Fährst du immer Aus von... Recklinghausen. Ich komme mit einer viel befahrenen, viel genutzten Regionalbahn, die nach Mönchengladbach weiterfährt. Das sind im Grunde drei Stationen: Wanne-Eickel, Gelsenkirchen, Essen. Das schafft man nicht oft fehlerfrei. Das heißt, man schafft es oft fehlerfrei, weil manchmal fährt man überhaupt nicht. Wenn man überhaupt nicht fährt, ist ja kein Fehler möglich. Das Du ist hast, du Fehlerkultur. hattest eine Sache, die fand ich so super schön aus deiner Heimatregion Oh Gott. Recklinghausen, ne? Was habe ich denn wieder verraten als RE? Dass man heute 1000 Jahre alt wird? Genau, die wird jetzt 1000 Jahre Ja, alt, ne? Recklinghausen feiert, vor 31 Jahren feierte man 750 Jahre Recklinghausen, noch klassisch mit so einem Umzug, und heute feiert man modern 1000 Jahre, weil auch der neue Bürgermeister will mal zeigen, was für schöne Geschlechtsteile er hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also es ist ein bisschen komisch, es gibt natürlich immer unterschiedliche Quellen. Das eine ist, hoho, 750 Jahre Stadtrechte, jetzt feiert man 1000 Jahre auf irgendeiner Urkunde, aus so einer Schweinehaut gefälscht, der Name Recklinghausen zum ersten Mal erwähnt. Das kann man eigentlich jedes Jahr machen, also irgendwas ist ja immer so, ne, also. Ach, Weißt du, warum das Provinz. überhaupt Recklinghausen heißt? Rickelinghusen, aber das habe ich jetzt vergessen. Das ist quasi, David, meine Aufgabe, dann selbstgewählte Aufgabe für morgen. So, da wollte ich später zukommen, weil wir haben ja hier hinten Reklame. Ich darf hier ja Reklame machen. Da steht für die Leute, die es nur hören: Reklame, Hashtag Ruhr53. Geheimnisvoll. Da muss man so die Leute ziehen, dass sie dranbleiben. Hey, was hat es auf sich mit der Ruhr 53? Bleib dran, hör zu. Bevor wir loslegen, David, Ich mache ein Intro an. machst du schon ein Intro? Oh, ein leises Intro. Dafür bin ich Den Podcast von Korrektiv Ruhr. Band. Das Ding wird erfolgreicher als der Bibi-Song, ich sage es euch. Das wird eingehen in die Weltgeschichte. Wir müssen bunkern, David. Du und ich, wir müssen bunkern. Ich habe zu meinem allergrößten Entsetzen gelesen, dass Maggi reformiert wird. Dieses gute alte deutsche Maggi, was so wahrscheinlich auch nur in Deutschland möglich ist, soll eine neue Rezeptur bekommen. Nein, Ja, warum das? und da soll nur noch drin sein, was die Hausfrau auch im Küchenschrank findet. Da dachte ich, dafür kauft man doch kein Maggi, weil man kauft das doch, man hält das doch für irgendwas, für die letzte legale Droge, die es in deutschen Küchen noch gibt. Ich werde das bunkern, das Zeug. Neben mein Glyphosat werde ich das stellen. So Sachen, die demnächst verboten sind. Hier das Glyphosat, da das Maggi. Aber Maggi ist so 1 Million Jahre haltbar, ne? Ja, das ist die Kellerassel, damit, wenn die den Atomschlag überleben, damit die noch was zu fressen haben. Oder Küchenschaben, oder das Küchenschaben, Küchenschaben und Lemmy. Ja, Ja, wer geil. nicht überlebt ist, so, das war jetzt, Achtung, elegante Überleitung, ist Theresa May, obwohl die überlebt auch alles. Das ist auch eine Küchenschabe. Das ist die neue Maggie. Ey, da fand ich diese Zeile von Spiegel, die fand ich so geil. Ja, Spiegel hat, da hat David sich Spiegel gefreut, das ist Daily, immer ne? für Leute, die Englisch können. Ich Die lebt zeig ja das in der mal. Downing Street, ne, das müssen wir sagen. Ich zeig das Frau mal Mag, eben in die andere ich Kamera. halt mal. In die Kamera Ich 2. sehe jetzt gar nichts so, aber man sieht's. Drowning Street Number 10, ey. Was Was heißt ein schönes. Drowning? Heißt nämlich nicht Downing Street, sondern Drowning Street. Das könnte man nachschlagen, was das wohl bedeuten mag. Man sieht, Ja. dass hier das Wasser bis zum Hals steht. Für mich ist sie Das war eine Woche, ne? die Verwinnerin. Das ist auch ein schönes Wort. Also sie hat eigentlich, sie meint, sie hat gewonnen, aber andere sind andere. Also sie hat verwonnen. Verwunden. Nee, ich fand Interessante das. Ergebnisse, oder? Ey, total. Und ich meine, was die letzte Woche war, das musst du ja mal richtig reinziehen. Ne? Da war in Britannien, haben die sich überlegt, wir haben zwei Knie, wir können beide wegschießen. Zuerst machen die ein Referendum zum Brexit, so Ja. buff weg. Kamerun verzockt sich, weil er halt Ja, als geht fröhlich singend Konservative weg. geht singend weg. Und dann sagt die May so: Okay, wir haben ja noch ein Knie. Aber sie Und beißt so fest bam! in der Tür von Downing Street Nummer 10, die ja übrigens keine Klinke außen hat. Man kommt nur rein, wenn an die Tür geöffnet wird. Aber egal. Nein, aber das, was ich halt da Ja. erzählen will, ist,
weißt du, die wollte halt eine stärkere Verhandlungsposition haben, jetzt hat die überhaupt gar keine Position. Am Arsch. Jetzt wird Folgendes passieren, unsere Verhandler werden sagen, hör mal, das Wetter ist aber schön. Boah, ist das Wetter schön. Die ich Alte wird einfach vorne. Die sollen weggehen, die sollen weggehen, die haben sich entschieden, sollen sie weggehen. Man muss auch mal mit seinen Konsequenzen. Aber interessant ist doch, dass ein expliziter Sozialist irgendwie, der ja vielen nicht so gut gefällt, dass der so gut abgeschnitten hat und dass die Separatisten aus Schottland irgendwie auch unten durch sind. Die haben ja gesagt, ja doch, die haben die Hälfte ihrer Sitze verloren, die schottische nationale Partei, die immer gesagt hat, oh, wenn jetzt Großbritannien aus der EU geht, dann gehen wir vielleicht aus Großbritannien raus, wir wollen ein neues Referendum. Die sind richtig abgeklatscht worden. Richtig. Aber wo denn, in Schottland? Das sind ja nur Direktwahlkreise, die haben ja keine Verhältniswahl, die haben ja nur, wer den Wahlkreis holt, zieht ins Parlament ein. In Schottland, ja. Boah. Die Schotten wollen nicht weg. Also ganz komisch. Also dann doch lieber bei Großbritannien. Das sollen die alle untergehen. Ergebnisse. Was ich noch sehr schön fand, Essen, diese Stadt unendlicher Geschichten, hat wieder einen neuen Skandal absolviert. Hast du das mitbekommen? Mit dem Kunze? Ja, da ist der Chef der Entsorgungsbetriebe Essen, der ist schon in Rente, der dachte, Mensch, die üppige Pension kann ich hier verprassen im Golfclub oder im anderen Club, egal. Auf einmal landet er wahrscheinlich im Knast. 3 Jahre hat er bekommen, wegen was weiß ich. 3 Jahre? Der hat, das ist halt 3 Jahre wegen Korruption. Der hat einmal alles gemacht. Der hat den Betriebsrat bestochen. Ich weiß nicht, was ihm alles nachgeht, aber alles. Das war einmal Filzkönig Ruhrpott. Ja, aber ich dachte, die sterben aus, die wachsen nach, ne? Die wachsen immer noch nach. Ja, der Kunze war ja so Kriegsgewinner noch aus Novaks-Zeiten. Ach, okay. Also das war, als Willi Novak hier Essen in seine Fänge gekriegt hat, reingebissen hat und ausgesaugt hat. Aber da so damals blöde Sachen haben die gemacht. Also der Herr K., ich kenne ihn ja nicht, in dem Rücksicht, der Herr K., hat ja zum Beispiel von der Müllabfuhr den Dienstwagen der Bürgermeisterin, der Ehrenamtlichen bezahlt. Ich weiß nicht, ob der mit einem Müllfahrzeug durch die Gegend gefahren wurde oder doch schon mit einem schicken Audi. Ja. Aber die hätten doch einfach das nicht machen müssen. Die hätten doch einfach mehr Gewinne der Stadt überweisen können. Dann hätte sie sich ihren eigenen Dienstwagen leisten aber können. Aber das ist ja die Mechanik der Korruption in diesem Kommunalbetrieb. Da geht es ja nicht darum, ein etwas ihm Zustehendes zu geben, sondern es geht darum... Dann macht es keinen Spaß. Ne? Macht es keinen Spaß. Nein, es geht darum, Abhängigkeiten zu schaffen. Ja, okay. Und für die Abhängigkeiten brauchst du die Willkür. Die Willkür wird dadurch rausgetrieben, dass einer wie der Novak, so ein Fraktionsvorsitzender der SPD, so ein Kunze auf seinen Posten hebt, damit er von da aus Gefälligkeiten verbreitet. Das macht man Gefälligkeiten, das ist das Wichtige. Ne? Es ist nicht mehr gesetzmäßig, also dem Kulturausschuss steht es zu, dass er kostenlos in die Oper kommt, sondern man lädt dann ein zur Operngala in Mailand. Genau, da muss dann fühlt man sich gebauchpinselt. Da muss denkt, da wow. Oben draufstehen, so hier, was weiß ich, ich habe dir das gegeben, da muss auch dieses Archaische aus der Hand gegeben kriegen. Okay, weißt du? So, ich habe es dir gegeben. Ganz schön Dank, ich knie danke, nie. Danke. Das muss das haben. Und dann fand ich das halt so irre, wenn du dann halt so runterguckst in das Getrickelte. Ne? Das ist so richtig Trickle-Down-Ökonomie. Ja. Ne? So von einer kriegt viel und dann wird das so verteilt. Und diese Trickle-Down-Ökonomien, die führt dann halt zu den direkten Abhängigkeiten, wo sich Leute unterstützen. Wenn du dann ganz unten guckst, was da an Gefälligkeiten verteilt wird, dann ist da ein Posten in einer Bezirksvertretung, wo die 360 Euro im Monat kriegen. Weißt du, was sogar interessant ist? Mhm. Hat mir mal jemand in der SPD in Recklinghausen erzählt, wenn die Schöffenplätze vergeben werden, im Arbeitsgericht, im Amtsgericht, im Jugendstrafgericht und wie sie alle heißen, dann rufen ihnen massenweise die Leute an. Hey, K. denkst du an mich oder so? Ja. Das ist denen wichtig, da rumzusitzen. Das ist wichtig. Und dann hast du halt diese Nebeneffekte da über die Betriebsräte. Da geht es halt darum, mehrere Menschen mit einem Menschen zu steuern. Dass die tun, was du möchtest. Mhm. Und zwar für Mehrheiten sorgen am Ende. Am Ende geht es immer darum, um Mehrheiten. Und die Mehrheiten müssen stehen. Und das heißt, der Betriebsrat kriegt Schalke-Karten und eine Karre plus ein Darlehen, was er nicht zurückzahlen muss. Und mit dem Darlehen, was er nicht zurückzahlen muss, dann ist dann wie bei der Mafia, ne, so... Ich stelle den Koffer voll Gold. Vor die Tür, du wirst du mir. Ich scheiß dich tot mit meinem Geld. Ja, genau. Okay, aber du hast gesagt, eine ereignisreiche Woche. Ich war ja weg. Ich war ja im Anschlussland. Also ich war ja in Österreich. Also nein. Ja, privat. Man hat geheiratet, nicht mich. Ich war nur dabei. Echt? Deine Tochter? Ja! Ein hübsches Kind, ein hübsches Enkelkind. War das denn eine schöne Feier? Das war...
Ich weiß ja gar nicht jetzt, ob ich über ihr Privatleben so erzählen soll. Das kannst du aber dann erzählen. War das eine Feier, wo man getanzt hat? Eine ordentliche Schlägerei? Nein, es war überhaupt keine Schlägerei. Man hat gar nicht so. Ich habe das Niveau dieser Veranstaltung so auch optisch angehoben. Nicht, weil ich so hübsch bin, sondern weil ich in einem Anzug erschienen bin. Ich habe gesagt, pass auf, Leute. Wenn du heiratest, ich. Meine Tochter hat mich früher immer angemacht, Papa, zieh dich mal ordentlich an. Ja, das war ihr Panikviech, das letzte Schlunz. Hat mir dann so zu Weihnachten so Kaschmir-Pullöverchen geschenkt oder so. Wo ich Angst hatte, dass wenn ich die anziehe, dann daran rumschubbere und dass dann so Mäuse da entstehen und so knubbeln. Nein, dann kam ich im Anzug und dann war sie schockiert. Nö, war schön. Also ich habe noch nicht geheult, ich habe meinen Job nicht gut gemacht. Ich hätte heulen müssen, aber es war keine kirchliche insofern. Weltliche Hochzeit. Ja, aber in Wien, mal sehen. In Wien, und Wien ist eine schöne Stadt. So, du, aber ich habe eine ganz, Woche. Ja, also ich hatte ein ganz ereignisreiches Ding. Nee, ich habe mir diese Anhörung von dem Comey, von dem ehemaligen Ex-FBI-Chef von Donald Trump angeguckt. Und ich habe mir gedacht, so, was willst du eigentlich noch? Da ist ein Chef, so Art BKA-Boss von alles. Sag mal, BKA plus Verfassungsschutz, ne? Plus Verfassungsschutz plus einmal alles. Mhm. Der Boss sagt dann, der Präsident wollte mich dazu zwingen, gegen die Regeln, gegen Gesetze zu verstoßen. Ich kann als Betroffener nicht darüber urteilen, ob es so ist. Dafür haben wir Gerichte und Sonderermittler und so weiter. Ne? Aber das ist jetzt erstmal passiert. Mehr Staatskrise geht doch gar nicht. Ja, aber der Chef sagt doch, kein Problem, ja, ich guck mal nach, ich habe da irgendwo Kassettenrekorder mitlaufen lassen. Also er behauptet ja, er könne beweisen, dass er recht hat und dass Herr Comey ihn zu Unrecht bezieht. Also das ist ein Zeitgewinn, ne? Das steht auf Zeit, glaube ich. Das ist Zeitgewinn, und worum es da wirklich geht, das weiß man nicht. Aber ich fand das halt so irre, dass der Präsident, also der Comey sagt, die Russen haben Einfluss genommen. Der sagt, die Russen haben die amerikanische Demokratie angegriffen. Der sagt, die haben sich Trump seiner Kampagne bedient, um Amerika zu schwächen, den Westen zu schwächen. Und in der Situation laufen wir in Deutschland, wo jetzt die Wahlen anstehen, rum und sagen immer noch so, ah ja, man weiß es nicht, ja, ist doch vielleicht alles gar nicht so. Ey, wer soll dazu mehr sagen? Er hat es gesagt, das ist so. Und dann kann man sich überlegen, ist das so für uns jetzt relevant oder nicht? Ich finde schon. Das ist immer diese Relevanzfrage, die stelle ich mir auch. Also irgendwann habe ich aufgehört, mich über amerikanische Präsidenten zu erregen, weil ich denke, gut, also ein Land, das 16 Jahre Helmut Kohl als Chef hatte und komische Darsteller als Präsidenten durchfüttert, sollte sich über US-Präsidenten nicht so unbedingt aufregen. Es gibt immer Gründe, warum die Leute genau diesen Typen wählen und keinen anderen. Also die werden ja nicht mit Waffengewalt gezwungen dazu, Herrn Trump zu wählen. Und dann denke ich immer, ich verstehe die nicht. Das sind vielleicht Verwandte, aber dann so um drei Ecken Verwandte. Und ich habe, jetzt kommen wir wieder zu 1000 Jahre Recklinghausen. In der Zeit, als Recklinghausen 750 Jahre alt war, gab es einen Film, der hieß Der Untergang des amerikanischen Imperiums. Der hatte eigentlich damit überhaupt nichts zu tun. Das war so eine Beziehungsgeschichte. Aber der Titel, der hat so reingehauen. Und alle, die so, sagen wir mal, links von der Jungen Union waren, sind dann in diesen Film gegangen, weil sie den Titel so schön fanden. Und ich dachte, ja, Imperien gehen irgendwann unter. Also Rom ist untergegangen, alle sind untergegangen, ne? Und wird irgendwann das amerikanische Imperium untergehen? Was heißt das? Das weiß ich nicht, ob ich das erlebe. Also für mich waren das jedenfalls zwei herausragende Ereignisse. Einmal ein Beweismittel auf dem Tisch gegen Präsidenten, die ich noch nie gesehen habe, nie gedacht habe, dass das möglich ist. Und das Zweite, die offene Erklärung, dass wir, der Westen, der freie Westen, unter Angriff steht. Der Russen. Jetzt nicht gegrinst. Der Russen, Putins. Nein, Russen. Genau, ich habe jetzt gerade gegrinst, weil ich auf meine Zettelchen geguckt habe. Und wir sollten schnell in die Top 3 dann doch einsteigen, weil ich dich mit der 1 ärgern möchte. Wir machen also die Top 3. Das ist unsere Übersicht der Woche. Was so in der Gegend. Das Wichtigste der Woche. Die Top 3. Unser Technik-Simon, der tanzt ja die ganze Zeit bei der Musik. Der geht ab. Ja, der kommt ja von Bibis Wap-di-dap-da-Lied. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Und ich finde das so scheiße, dass er froh ist, wenn er. Er kotzt jetzt gerade. Jetzt bin ich raus. Ach so, ja. Deine drei. Die drei ist die FDP-CDU-Regierung, die noch nicht dabei ist. Heute Morgen hierher fahrend habe ich gewütet. Also,
die führen die Studiengebühren ein, aber nur für Ausländer. Und da drehe ich durch. David, das kann ich nicht haben. Also es klingt vielleicht schlüssig, man müsste sich das vielleicht auch nochmal genauer angucken. Also sie sagen, ja, Studiengebühren für Heinz und Rudi und für Cem und Aisha, wenn die hier aufgewachsen sind, nicht, sondern für die Nicht-EU-Ausländer. Ey, Alter, das war doch immer das Tolle an diesem Land, dass Menschen aus Afrika, aus Asien, aus Südamerika und sonst woher auch hier studiert haben, ein bisschen Deutschland kennengelernt haben und dann eventuell mit dem Wissen, das wir ja so toll finden, also RWTH in Aachen, mit diesem tollen deutschen Ingenieurswissen zurückgegangen sind in ihre Heimatländer und dann, weiß ich nicht, Abwasseranlagen gebaut haben oder Klinikwesen aufgebaut haben oder sonst irgendwas. Und die schockiert man jetzt, diesen Leuten nimmt man Studiengebühren ab, habe ich das richtig verstanden? Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich kann mir da zwei Sachen nicht vorstellen. Das erste ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass man im internationalen Wettbewerb, wo es darum geht, Talente zu holen, dass man dann sagt, ich schaffe eine Hürde, dass die Talente auch noch nach Frankreich gehen. Weißt du, während wir hier drüber sitzen, ne, so Klimawandel, Amerikaner, setzt der Macron sich hin und sagt so, liebe amerikanische Wissenschaftler, ne, ihr im Land der Freiheit, ne, ihr seid verraten worden, wir stehen zu euch, Frankreich ist schon immer der Ort der Freiheit gewesen, kommt her, forscht bei uns. Ja. Das ist Wettbewerb um Köppe, da kann ich doch nicht sagen, okay, jetzt Köppe geht nach Frankreich. Ich meine, also andere Länder haben Studiengebühren oder sowas, da wurde mit einem Stipendium nur daran. Das ist erstmal der eine Vorteil, den würde ich ja nicht hergeben. Der zweite ist, ne, ich kann mir so, weiß ich nicht, da wird es Stipendienregeln geben. Und wenn jetzt einer, der, was weiß ich, Millionen von Euros hat, was zahlt, für, dass er seinen Sohn oder seine Tochter hier hinschickt. Diktatoren sind auch immer willkommen. Gibt es das überhaupt? Was gibt es überhaupt? Stipendien? Also gibt es da viele von, ich weiß nicht, ist das relevant oder sind das jetzt so, reden wir gerade über 5 Das kann natürlich auch Design sein. Wir haben es gemacht, wir haben die Studiengebühren geführt und dann fragst du nach, wie viele Leute trifft es denn? Ja, die 7 in Bochum, dann der eine Chinese in Köln, ich weiß es nicht, aber ich finde, das klingt unvernünftig. Muss ich dich fragen, G8, G9, also was ja ein bisschen jämmerlich ist, es wird ja absurd, ne? Dass diese Koalition, die dieses G8, was vielen nicht gefällt, hat, erst verbrochen hat, das jetzt zurücknimmt und sagt, wir machen tolle Bildung. Politik. Das stimmt nicht. Was stimmt nicht? Das die 8 haben total. Die doch eingeführt. Nee. Natürlich. Nee, soll ich dir denn die ganze Geschichte erzählen? Ja, jetzt kommt Achtung. Also wir machen gerade einen Faktencheck dazu, um rauszukriegen, wer das überhaupt eingeführt hat, weil das will natürlich keiner gewesen sein. Das war so, das muss die letzte Steinbrück-Regierungszeit gewesen sein. Ja. So die letzten paar, weiß ich nicht, 7, 8 Monate. Da haben die beschlossen, dieses G8 einzuführen. Das war eh im Schwange, muss man sagen. Also vorher gab es aber so ein Allparteien-Meeting, wo alle sich bemüht haben, G8 einzuführen. Und eigentlich haben alle gesagt, wir machen G8. Mhm. Aber rein technisch musste das die Landesregierung Rot-Grün von Steinbrück beschließen. Hatte aber wohl die Unterstützung von allen. Da versuche ich gerade rauszukriegen, ob die wirklich alle mit abgestimmt haben oder ob die dann wieder ihren Grund hatten, nicht mit abzustimmen. Das sieht man doch immer als Frau Sommers Projekt an, so hieß sie damals, die Schulministerin aus Ostwestfalen. Ja, lass mich mal weiter erzählen. Ja. Dann wurde das im Gesetzblatt veröffentlicht im März 2015. Die Wahlen, 2005. Die Wahlen waren im Mai. Also ist das noch eingeführt worden von Rot-Grün. Aber durchgesetzt worden ist das dann von Schwarz-Gelb. Und de facto war das ein Ding, das haben die sich alle zusammen ausgeknobelt. Okay. Und dann bleiben wir mal... Das war so ein NRW-Schulkonsens. Da du ja schulpraktizierender Papa bist, also G8, G9. Ich habe gesehen, dass die Betroffenen gar nicht so sehr sich aufregen. Also, dass das so eine Außenbetrachtung ist über diese Arbeitsverdichtung, diese Kindheitsvernichtung durch G8, dass auch bei so Diskussionen, die stattgefunden haben bei der Wahl jetzt, bei der Landtagswahl, die jungen Menschen das gar nicht so schlimm empfanden. Das stimmt jetzt wieder so 3, 4. Das ist so offen gestellt. Ich frage dich als praktizierenden Schulvater. Ganz, ganz unterschiedlich. Du hast Teile, die finden das einfach in Ordnung, die machen das gerne. Du hast andere Teile, die finden das grauenhaft. Du hast Eltern, die finden das grauenhaft. Du findest Schulleute, die finden das gut. Ich glaube, denen geht das alles nur um eins. Die wollen alle eine verlässliche Regelung haben. Ja. Das ist das Wichtigste. Und dann muss man das durchziehen und sich darauf einstellen und durchkämpfen. Die faktische Belastung für die Familien durch G8 ist da. Die ist messbar. Die weiß man. Die ist erlebbar, messbar, sonst was. Heißt aber auch wieder nichts.
Weil jetzt die Abgänger, die da sind von G8, die haben auch wieder Spaß. Die gehen dann studieren, die sind halt jünger, die müssen dann von Mama und Papa zur Uni gefahren werden. Aber, ja. Immerhin, Das das darfst du nicht vergessen, ist das das einzige Thema, was seit, ich weiß nicht, Menschengedenken ein Volksbegehren in NRW ja, auf die aber Bahn das andere gebracht war hat? ja auch Stopp Korb 1975, das war auch Schule. Da ging es um die kalte Einführung der Gesamtschule von hinten rum. Aber G8 heißt natürlich für die Lehrer ein großer Vorteil, man hat endlich mehr Parkplätze an der Schule, Super weil klein. die letzte Klasse noch mit dem Moped kommt. Genau, die Blagen können nicht fahren. Das waren Ich meine habe drei. hab mir die dann auch Ach so, aufgeschrieben. okay, ja, wir haben ja oft so. Ja, und ich habe mir das aufgeschrieben, weil Platz ich fand das 1. total irre, dass die jetzt überlegen, dieses Gewackel weiterzumachen. Das finde ich das Verrückte, dass du demnächst, ja, sag du. Ja, also halt, dass die sagen, man kann sich das mehr oder weniger aussuchen von Schule zu Schule und der kann das so und irgendwie totales Chaos. Das war das, das hatte die Löhrmann am Ende auch gesagt im Ach komm, Wahlkampf. macht, wie ihr wollt, lasst mich in Ruhe mit der Scheiße. Also, ich bin zwar die Schulministerin, aber ich kümmere mich um andere Sachen. So Schule des Jahres, Hausmeister des Jahres, natürlich HausmeisterInnen. Wir müssen ein Förderprogramm auflegen für mehr HausmeisterInnen an den Schulen, auch an den technischen Schulen. Ja. Das ist Genau. doch Wahnsinn. David, dann hast du Also mein Kinder. Gefühl ist, die Was ist machen die denn du? gleiche Scheiße Ja, einfach aber was ist, weiter. wenn du jetzt wechseln musst als Elternteil oder als Eltern, du ziehst von Bielefeld nach Oer-Erkenschwick, ja? Und dann ist da ein G8, nur ein G8-Gymnasium. Und früher, weiß nicht, hattest du Auswahl, dann musst du die Kinder. Es ist doch irre, einfach zu sagen, oh, interessiert. Es gab mal. Das geht ja noch weiter. Du hast G8, dann G9, dann hast du die eine Million Gesamtschule. Schulformen, die wir haben: Ja. Gesamtschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Waldorfschule, Montessori-Schule, was weiß ich, was Und du alles hast für jetzt Schulen. Abendrealschulen, die auch tagsüber durchgeführt werden, habe ich neulich Nee, gelesen. im Ernst? Abendrealschulen. Also, es erinnert mich an das berühmte Hochschulfreiheitsgesetz, wo man auch mal gesagt hat, komm, Unis, macht ihr mal. Hochschulfreiheitsgesetz, habe ich damals gesagt, das ist die Freiheit des Wellensittichs, am Morgen zu entscheiden, kacke ich heute von der Stange oder von der Schaukel. Komm, deine Okay. Uhr läuft. Zwei, Ich mach bin der du. Gemeinde. Hast du eine, war das deine, sagen wir mal, das war deine Das war drei? meine drei, ja. Meine zwei ist, dass jetzt auch die CDU irre in der Partei, dieser Berliner Kreis, den bislang keiner kannte. Das sind die Konservativen, das sind die Spargelstecher der CDU, die Wolfgang Bosbach, und dann hört es auch schon mit Prominenz ziemlich schnell auf da in diesem Verein. Erika Bach, weiß ich, Steinbach? Steinbach, die war da auch mal drin, aber die ist ja nicht mehr in der CDU. Die haben gesagt, Klimakatastrophe ist doch schön, endlich eisfreie Nordwestpassage. Und außerdem, weiß nicht, muss man die Badewanne nicht mehr so lange aufheizen oder was? Die Vorteile der Klimakatastrophe überwögen. Und das kennt man eigentlich nur aus dem Parteiprogramm der AfD. AfD, die dann heute, um nächsten Joke zu landen, ihren Parteitag nicht durchführen kann, irgendwie in NRW. Ja, man wollte heute diese Reserveliste für die Bundestagswahl komplettieren. Ja. Hat es Ärger gegeben? Ich weiß gar nicht, wo Ärger glänzt, müssen wir nachgucken. Also irgendwo hier in NRW hat es Ärger gegeben, dann wieder mit der Stadthalle. Man wollte nicht vermieten, und normalerweise macht die AfD dann eine große Nummer, geht vor das Verwaltungsgericht und klagt sich da die, oder vor das Zivilgericht, je nachdem, wer die Halle betreibt, klagt sich die Rechte ein, da tagen zu dürfen. Diesmal haben sie klein beigegeben. Man wollte sich wieder auseinandernehmen. Also Prezzell gegen den Ja. Rest oder der Rest gegen. Hat man abgesagt, so, das war meine, der Berliner Kreis der CDU, der einfach comedy-tauglich ist, natürlich völlig irrelevant ist. Ja, Irrelevant aber für die Medien gefundenes Fressen. ja, Meine die zwei, muss jetzt kommt man. meine eins, und damit hier. Ich Eins, habe eine zwei, die ist sehr regional, und zwar haben die in Bochum wieder ein Haus besetzt. Ja, geil. Da hatten wir auch schon Schön. mal drüber gesprochen. Und das ist an der Herner Straße, das ist eine sehr stark befahrene Straße, ziemlich unschöne Gegend. Und da haben die halt ein Haus besetzt, war lange leer stand unter Denkmalschutz. Ein nettes Haus, also ist halt ein altes Bist du da Haus. gewesen? Nee, Vorbeigefahren, Bochum, vorbeigefahren, okay. unheimlich oft, ich habe da gewohnt. Herner Straße? Herner Straße, Sag auch mal, in so Hausnummer einem in etwa? 311 Ach so, oder so. weit, fast in Herne. Fast in Herne, Okay. kurz vor der Autobahn. Ah, alles klar. Aber da hatte ich 100 Quadratmeter für 200 Euro oder so, oder Das ist, 150 Euro. ja, klar. Gab es die U-Bahn schon? Nee. 8 Zimmer hatte ich. Ich hatte ein Billardzimmer, ein Ankleidezimmer, Esszimmer, aber ich habe leider Gottes nur ein Zimmer geputzt. Okay, aber ich wollte erzählen von diesen Besetzern. Die Ja. Besetzer, die haben jetzt ein Haus besetzt und sagen halt, sie wollen halt instand besetzen drin wohnen, kollektiv. Finde ich alles gut.
Ich finde gut, dass Leute sich engagieren. Ich finde gut, dass Leute sagen, es gibt Wohnungsnot, wir machen was dagegen, wir nehmen das eigenverantwortlich in die Hand. Und dann sagen die, ganz in der Tradition unserer sozialdemokratischen Verfasstheit im Ruhrgebiet, und deswegen soll die Stadt das Haus kaufen. Genau. Und wir wollen das dann von der Stadt mieten. So ist das. Das ist nicht Hafenstraße, das, das ist sozialliberale Koalition 1972. Genau. So ist das. Und dann sagen die jetzt von der Stadt wahrscheinlich, also, warum eigentlich da nicht? Da gibt es aber große Unterschiede. Ich will immer sagen, ich bin von Marl, also einer Nichtstadt der Chemie, die ja sowas hat wie den Grimme-Preis und die jetzt eine große Skulpturenausstellung in Münster zusammen hat, die auf einer Ebene mit Kassel ist. Von Marl bin ich irgendwann, habe ich gerade erzählt, nach Recklinghausen gezogen. Das war 86 so. Und da gab es überall Hausbesetzungen. In Marl gab es welche und in Recklinghausen gab es welche. In Recklinghausen kam morgens um 6 Uhr der Stadtdirektor mit seinem langen schwarzen Ledermantel hat gesagt, Viertelstunde lang kommen die Bullen. Und dann kamen die Bullen. In Marl ist der Bürgermeister zu denen hingegangen, hat gesagt, ja, ist scheiße diese Wohnsituation. Wir haben ja eine große Wohnungsbaugesellschaft, neue Maler. Ich rufe die mal an, dass sie euch mal was besorgen. So, es gibt wahnsinnig viele Unterschiede in diesen einzelnen Ruhrgebietsstädten, das will ich damit sagen. Total. Ich habe das auch in Oberhausen erlebt. Da sind die halt, haben die auch besetzt, auch privat. Also Privateigentum besetzen ist ja immer schwierig, ne? Sind da rein und dann kam erst mal der Stadtdirektor ran, der Stadtdirektor Ordnungsamtschef und meinte halt so, ja gut, ich gucke mir das so an, das Dach ist kaputt, ich rufe mal eure Tante an, die ihr besetzt habt, die muss das Dach reparieren. So, und, aber jetzt, das, was ich daran an Kritik habe. Genau. Eigenverantwortlich handeln heißt auch eigenverantwortlich handeln. Das heißt nicht nach der Stadt nach Hilfe schreien. Das heißt zum Beispiel einen Vertrag abschließen mit der Vermieterin. Wie geht das, wenn die das nicht will? Ganz einfach. Ich mache ein Briefkuvert, da schreibe ich drauf Miete für die Hütte. Dann schmeiße ich da 20, 30 Euro rein, sage dann, das ist die Miete für das ganze Haus, 1000 Euro minus Abzüge wegen keine Heizung, wegen das nicht, das nicht, das nicht, Mängel, Mängel. Aber so 20, 30 Euro müssen dann drin sein. Dann nimmt man den Vertrag, fährt zu der Alten nach Hause und schmeißt ihn durchs Fenster rein. Damit das ist ein gilt Recht, zugestellt. Dann ist das zugestellt, rechtswirksamer Vertrag, Mietvertrag. Und dann muss die Alte euch kündigen. Wenn ihr euch kündigen müsst, müsst ihr dann erstmal vor Gericht gehen, dahin gehen, dahin gehen, dahin gehen. Dann gehört euch die Hütte. Da könnt ihr auf die Polizei, den Staat und alle anderen. Ne? Rechtsberatung, unverbindlich. Pass auf, ich muss jetzt einfach. Amateure. Ja, aber ich muss jetzt. Amateure kommt von Liebhaberei. Ich muss jetzt leider, David. Ich nenne jetzt drei Buchstaben und hoffe dann, dass du tobst. Ich sage RWE. Die Aktie geht durch die Decke. Warum? Nee, sag quasi nichts von. Die Brennelementesteuer ist doch kassiert worden. Ja, ja, ja. Also man hat 145 Euro Verbrauchssteuer pro Gramm Uran, das in ein Kernkraftwerk eingebracht worden ist, kassiert. Und jetzt hat Karlsruhe diese Wahnsinnsteuer kassiert. Und Firmen wie RWE und E.ON lachen sich kaputt, weil sie ein paar Milliarden überwiesen bekommen demnächst, inklusive 6% Zinsen für die Jahre, wo sie Stimmt. das gehört. Ja, natürlich. Die kriegen ja diese irren Zinssätze. Ja, natürlich. Ja, nein, die Zinsen sind jenseits von, was alle zahlen, Strafe dafür, wenn sie Geld besitzen und die kriegen 6%. Und daraufhin ist natürlich die RWE-Aktie ein bisschen nach oben gegangen, die E.ON-Aktie auch ein bisschen, oder Uniper, ich weiß es jetzt nicht genau bei denen, auch ein bisschen nach oben gegangen, dann wieder runtergegangen, weil die Dividende ausgezahlt wurde. Aber neben mir sitzt ein Herr, der immer sagt, Kommunen, verkauft eure RWE-Aktien. Ich sage, Kommunen, gut, wenn ihr sie gehalten habt, dann habt ihr jetzt an einem Tag ein paar Millionen Euro Buchgewinne gemacht. Und pass auf, jetzt sagst du, kurzfristiger Effekt. Nein, jetzt habe ich nachgeschlagen. Die RWE-Aktie ist dauerhaft dabei zu steigen. 8. Dezember, da stand sie auf 11,16 Euro und am 6. Juni stand sie auf, am 9. Juni stand sie auf 19,72 Euro. Die hat 8 Euro noch was gemacht in einem halben Jahr. Die hatten fast 70% Zuwachs und da sagst du immer, Kommunen, trennt euch! Ja, aber du musst. Gut, ja, dass die Kämmerer nicht auf diesen Typen hören. Jetzt du. Nein, aber das ist Zahlen, doch, Fakten, Fakten, Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Nein, das Ding ist doch ganz einfach, ey. Es geht doch nicht um einmalige Sachen, es geht darum, welches Geschäftsmodell du hast. Du hast doch recht, verdammt. Ach Leute, ich habe eine ganz kurze eins, die ich aber auch... Hätte ich mal RWE gekauft. ...wichtig finde. Und zwar, wir haben eine Karte jetzt veröffentlicht, oder sind wir dabei zu veröffentlichen, ich weiß nicht, ob die schon öffentlich ist, da geht es halt um die Nitratbelastung in Grundwasser. Das gibt so eine EU-Richtlinie, die schreibt eigentlich vor, seit ich weiß nicht wie vielen Jahren,
das Nitrat, also Nitrat ist scheiße, ist Gülle. Gülle, die auf Schweine Feld gekippt Gülle. Wird und die dann durchsickert in die Oberflächengewässer, aus dem Oberflächengewässer in unsere Wasseraufbereitungsanlagen und erhebliche Probleme macht. Überall für alles. Für die Fische, für die für Menschen, für Tiere, für alles. So. Und wir müssen feststellen, dass sich daran immer noch nicht genug getan hat. Wir verletzen die Vorgaben der EU-Richtlinie seit Jahren. Und das ist ein Thema, was eigentlich keiner interessiert. So Nitrat, Gülle, Scheiße, wir leben in Städten, wir leben nicht mehr auf dem Bauernhof. Was juckt uns seit? Aber es ist schon in Haltern am See ein Problem, wo die Trinkwassergewinnung für das halbe Ruhrgebiet gemacht wird. Das ist das nördliche Ruhrgebiet, wird von Haltern versorgt, aus dem Süden ist die Ruhr. Und wir Leute, wir alle trinken Oberflächenwasser. Wir trinken das, wo Dinosaurier reingepinkelt haben. Das müssen wir uns vor Augen führen. Und wir müssen damit vorsichtig umgehen. Und ja, mein Wort zum Sonntag. Kommt die Karte, ist schon, kommt. Also ich habe die schon fertig gesehen. Okay. Ich gehe davon aus, dass sie jetzt bald kommt. Gut, dann werde ich jetzt ganz kurz, bevor ich den Karte war, ein gutes Stichwort, ganz kurz jingle doch mal Überschrift. Wir jingeln. Eins haben wir durch, ne? Ich kann es nicht zählen, ich bin so ein bisschen daneben. Ja. Überschrift. Karlauer, Achtung, Karlauer. Karlauer. Warte. Ich muss das mal. Jetzt habe ich es, Und jetzt die Überschrift der Woche. SPD hat doch heute Parteitag, Landesparteitag, und am Montag möchte ich in der Zeitung lesen, wir gratulieren der SPD zum kraftlosen Neuanfang. Ist der schlecht? Die haben heute echt Parteitag, habe ich gar nicht mitgekriegt. In Duisburg, ja. Oh, also, das ist ja interessant. Ja, Mike Groschek wird da ja 112%. Ich glaube, 100% dürfen nicht mehr gemacht werden. Also Hannelore Kraft hatte 100% im Winter irgendwann. Martin Schulz 100%. Ich glaube, da sind die Sozis mittlerweile ein bisschen allergisch und die geben notfalls irgendeinem AFA, AFA oder Seniorenvater, komm hier, kriegst du ein Bier, stimm bitte gegen Groschek. Das bringt Unglück. Jetzt, wo wir sind durch, ne? Ja. Ich wollte jetzt hier wegen dieses Hashtags Reklame. Ja. Ich bin ja nebenamtlich, man sieht hier, wenn man sieht, diesen kleinen Geier beim Geierabend. Und wir machen ja geisteskranke Sachen ab und zu. Morgen habe ich um 4.30 Uhr Wecken und dann geht's los durchs Ruhrgebiet. Wir fahren mit dem Geierabend quer durchs Ruhrgebiet. Wir wollen alle 53 Städte im Pott einmal betreten haben. Das hat vor uns noch nie ein Mensch geschafft. An einem Tag oder an einer Woche? An einem Tag. Und hier ist die Liste und wir halten mal in die zwei. Wir halten mal in die zwei, einfach nur mal so. So Illustration hier, das ist mein Arbeitsplan für morgen. Wir kommen auch nach Bottrop, das reicht für die zwei. Wir kommen auch nach Bottrop, die Telefonzelle in Dienstlaken steuern werden, die ist sehr schön. Elkes Treff, Alter Postweg Bottrop, 18.45 Uhr. David, wenn du morgen nichts vorhast. Boah. Das ist so ein Ausflugstreff irgendwo kurz vor. Steigt ihr dann da überall aus? Wir steigen 53 Mal aus, wir machen einen Tusch, wir schmeißen Konfetti und ich werde was machen, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, ich sprühe einen Geier auf die Straße. Kreide, geht weg, liebe Ordnungsämter, geht weg, nur was komme ich schrubben mit dem Kercher oder sonst irgendwas, damit ihr euch nicht aufregt, ja, ist nur Kreide. Wir wollen das mal so den Pott in Besitz nehmen. Wir haben so eine Probetour gemacht. Aber sag mal, wer da alle zugehört, da ist das total spannend. Alter, ich kann mir 53 Städte vorlesen. Ja, aber 53, ich kenne Duisburg, Essen, ja, aber weißt du, da ist dann Sonsbeck. Also pass auf, Sonsbeck ist der... Komm, wir hören damit aus, ich lese die Städte, pass auf, nee, ich mache eine Seite und dann machst du die zweite Seite hier und ich mache dann die dritte und du machst die vierte. Komm, okay, damit also, gehen wir dann raus. Dann jingeln wir und darunter legen wir diese Scheiße. So. Fang an, du fängst an. Also genau. Dortmund, Castrop-Rauxel, Waltrop, Selm, Lünen, Werne, Bergkamen, Kamen, Hamm, Böhnen, Unna, Frönnenberg, Holzwickede, Schwerte, Hagen, Breckerfeld, Ennepetal, Schwelm, Gevelsberg, Sprockhöfe, Wetter, Herdecke, Witten, Hatting, Gelsenkirchen, Essen, Bochum, Mülheim-Ruhr, Duisburg, Moers, Neukirchen-Flüen, Kamp-Lindfort, Rheinberg, Alpen, Sonsbeck, Xanten, Wesel, Hamm, Minkeln, Schermbeck, Hümse, Förde, Dienstlagen, Oberhausen, Bottrop, Gladbeck, Dorsten, Mahl, Haltern, Erkenschwick, Herten, Herne, Recklinghausen. Und verkündet ein geheimer Ort. Den. Das kann ich jetzt ja noch nicht verraten. Wo kann man denn so eine Ruhrtour nur enden lassen? Es gibt eigentlich nur einen Ort im Ruhrpott, wo man zum Schluss landen kann. Mal. Nein. Ich darf es ja nicht sagen. Das ist der Mond. Danke, wir verabschieden. Hallo, mein Name ist David Schraven. Danke, dass ihr euch ein Video von Korrektiv auf unserem YouTube-Kanal angeschaut habt. Wenn ihr mehr von unseren Videos sehen wollt, abonniert unseren Kanal.